Einen wunderschönen, da bin ich wieder, Herr Odin. Und ich komme nämlich noch schnell was essen jetzt zwischendurch. Weil irgendwie halt voll den Hieber jetzt gerade gekriegt. So, muss ich, war ich jetzt hier schon? Jetzt weiß ich gar nicht. Ich hätte man nicht essen sollen. Naja, okay. Aber ich glaube, das war falsch. Oh. What am I doing here? I've done nothing wrong. Nee, ich muss nochmal zu meinem Apartment nochmal mit Watson quatschen. Ach, meine Tür. Dahin. Das Spiel ist schon echt geil gemacht, ey. Ist wie so ein Krimi, hat echt den Suchtfaktor weg hier. Dazu gekriegt. Was passiert, wenn wir jetzt sagen, Einbruchsversuch, Wand, Kraft des... nichts. Ach, scheiße, jetzt wollte ich gar gedacht, Mist. Bin ich aus Versehen zu weit raus. Aber Watson sitzt jetzt hier. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Jetzt einen Verdächtigen. Ist es? Die Baker Street runter, Herr Holmes, darunter will ich. Hier vielleicht noch so nötige Kraft und fehlende Blacklist, kein Gärtner. So. Ah, hat neue Deck recht. Kann ich mir aussuchen oder was? Okay. Große Kraft. Glückswurf ist. Steht. Keine Möglichkeit, dass es ein... Quatsch die Olle nochmal an. Mal gucken, ob die jetzt was sagt. Who could do such a thing? Ne, mehr kann sie ohne sagen. Klasse. Hat sich das hier mit der Ölen erledigt? Die kann ich nicht rauf. Komm ich hier rauf? Ich hab eine E-Mail gekriegt. Klasse. Ich hoffe jetzt mein E-Mail-Programm auszumachen. Scotland Yard. Den Handlungsstrang nochmal aufmachen. Ich bleib mal bei Glücksberuf. Ich mal damit zur Rede stellen. Mal gucken, ob jetzt was passiert. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing wrong.
Vielleicht jetzt doch beim Gerichtsmediziner was drin. Muss doch auch irgendwie weitergehen. Ich höre mal. Kann ich in der Baker Street noch was machen? Ach, ich brauche gar nicht immer zur Tür gehen. Ich kann sagen, mein Test wird. Wenn ich jetzt hier sage. Vier große Kraft als die, was? Eine viel größere Kraft als die durchschnittlichen Personen um die durchstoßen und ja, das ist richtig, genau. Good gracious, you caught someone. Guck mal, ob der hier ist. Vielleicht hat sie Besuch. Ne, die steht immer noch am Fenster. Die hätte wohl Langeweile. My analysis table. It is useful for my work. Ob ich mich mal umziehe, vielleicht. This is where I keep my post. Wenn ich jetzt nochmal zu Scotland Yard fahre. Bin hier zu dem Rückschluss gekommen. At your service, Mr. Holmes. What am I doing here? I've done nothing wrong. These are the suspect's belongings. Jetzt mal den Ring untersuchen. From R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Ah, okay. Ring richtig untersucht. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Oh, fuck, falsch. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Hmm.
least. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Never mind. The police seized this valuable ring from you. Who's it? Mit dem Ring. I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Scheiße, ist der Tabakbeutel weg schon gemacht? Jacke des Vaters? Oh nicht. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. So. Dawson, 1800. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ist bescheuert. Ring. Tabakbeutel hat ein Profil des Opfers. Ring mit Gravur. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Ist auch schon spät. Also Leute, wenn ihr das guckt, ich hab das aufgenommen, jetzt ist mittlerweile 1:30 Uhr. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Aber ich will auch nicht aufhören und morgen weitermachen. Ring mit Gravur. Nee, ist das nicht. Ist wieder Ring mit Gravur oder was? Ich hab das jetzt ja nicht mitgekriegt, ey. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? Der Ring tatsächlich. The ring is mine. Nee, falsch. Ist seiner, kann aber nicht sein. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Das ist mein Ring. Profil des Opfers ist es nicht. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Ist nicht deiner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Von R.W. Dawson für Freund und Partner. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. What am I doing here? I've done nothing wrong.
These are the suspect's belongings. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief. Okay, so ein Gegenstand benötigt. These abbreviations mean something. But what? Was? Was noch rauskriegen, was diese Buchstaben bedeuten. Fahren wir mal zu Baker Street. So. Es besteht Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Ist ja irgendwas. Wenn ich jetzt mich mal verkleide. So, also ich kann nicht Notizbuch machen.
einfach mal die Klamotten so anziehe wie die. Vielleicht. Warte, ich hab nicht so einen langen Bart wie der. Hätte euch gelacht, wenn ich das nicht schaffe, Junge. What am I doing here? I've done nothing wrong. Boah, neue Hinweise. Wäre ich jetzt auch nicht hier, dass ich irgendwas feststellen kann oder sagen kann. These are the suspect's belongings. A handkerchief with the initials JHN. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. So, Tabakbeutel ist das Ding gewesen. Ach so. So, das ist der Tabakbeutel. Aha. Ich hab mir eben überlegt die ganze Zeit, was der mit Tabakbeutel meint. Dann ist das Ding, wo das. Ach, ist das schon. Wo ich dieses Bild hatte. Von diesem komischen Schiff. Bin ich da schon mal eine Ecke schlauer. Aber was mache ich damit? Ich kann das ja auch nicht benutzen. Vielleicht muss. Kann ich auch nicht benutzen. Dass man den Ring vielleicht hier rufliegt. Leck mich doch am Arsch, ey, verfluchte Scheiße. Ich hab gedacht, ihr kriegt den Fall hier heute noch hin. Vielleicht bei ihm eine Hütte? Ich guck nochmal bei ihm eine Hütte. Vielleicht ist ja was. Ah, ich bin zu Baker Street gefahren. Scheiße.
finden Sie heraus, wer schuldig ist. Komme ich auch langsam mit diesem Menü klar. Kein Gärtner fehlt. Es kann doch nicht sein, dass ich hier ewig an diesem scheiß Fall rumsitze. Good gracious, you caught someone. Wenn ich mir nochmal seinen komischen Bunker da angucke, vielleicht hat er ja doch mit dem Kompass irgendwie... Was mir jetzt einfällt, dass dieser scheiß Kompass vielleicht das entschlüsselt von diesem scheiß Notizbuch. Die Daten. Halt. Was hat er denn hier? Na, komm mal her. These footprints appear to be quite large. Halt.
Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Yes, honor it. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Hurt. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Das Einzige, was mir einfällt jetzt, dass ich da vielleicht jetzt mit dem komischen kombinieren kann. Das ist der letzte Versuch, wenn ich morgen erst weiter. Eigentlich den Abschluss. Achso, nee. Ich muss erstmal hier rein. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean something, but what? Locked. What am I doing here? I've done nothing wrong. Es muss doch aber irgendwas damit zu tun haben. Ich habe ja gedacht, dieser schwule Kompass. Ich werde nochmal diesen schwulen Kompass mir ankicken. Vielleicht.
sagt er ja jetzt was. Muss ja, das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Wie lange nehme ich jetzt schon wieder auf? 37 Minuten, dann wird da schon wieder ein neuer Part, ey. Navigation instruments, nothing interesting. Old navigation instruments, nothing interesting. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. These footprints appear to be quite large. That's an idea. These are the suspect's belongings. Locked. Thank you.
What am I doing here? I've done nothing wrong. Aber ihr solltet für heute aufgeben. Und morgen bei Zeit mit mehr Elan irgendwie anfangen. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich hier einen Abschluss mache oder nicht. Oder ob ich es morgen dann einfach mal weiter versuche, weil ich habe ja keinen Bock hier mit euch da ewig auf der Folter zu spannen. Ich glaube, wir machen morgen mit der Gameplay-Review weiter, dass ich hier mal pennen kann. Und mal gucken, wie es morgen denn wird. Vielleicht fällt mir morgen ein bisschen was mehr dazu ein, wenn ich ausgeschlafen bin und ein bisschen ausgeruhter bin und so. Deswegen würde ich mich jetzt für heute erstmal verabschieden und wir machen morgen mit dem letzten Part dann weiter, weil der jetzt auch schon wieder 45 Minuten. Und hoffen wir mal, dass wir den Fall denn noch knacken können morgen. Weil ich möchte unbedingt als Gameplay-Review wenigstens den ersten Fall knacken. Kann doch nicht sein. Also, bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi!